und willkommen zurück zu einem neuen Projekt. The Unexpected Quest. Starten wir mal mit dem Spiel. Mit Kapitel 1. Das ist eine Testaufnahme zum Schauen wegen dem Sound. Entlang der Küste versammelt die Crew. Tagebuch, Hauptaufgabe. Suche nach Überleben. Ein Weg in die Zivilisation. Suche nach Überleben. Wir sind der Lagerfeuer entlang der Küste und deine Crew. Dick zu schauen. In den erleuchteten Gebieten kannst du Ressourcen sammeln, Trümmer beseitigen und vorhandene Quests beschreiben. Es war ein fürchterlicher Sturm. Wir waren schon mehrere Jahre auf Reisen. Überall vollen Laderäumen auf dem Weg nach Hause, als gerade als wir die Küste unserer Heimat erreichten, etwas Seltsames geschah. Aus dem Nichts und bei klarem Himmel zog ein Sturm auf. Das Schiff wurde gegen die Felsen geschleudert. Der Steuermann vollbrachte ein wahres Wunder und landete das Schiff auf einigen Felsen nahe der Küste. Strömender Regen, dichte Wolken und Dunkelheit um uns herum, nur Waldklippen und tobende See. Was sollten wir tun? Wir können hier die Überlebenden unserer Crew retten. Wir beschlossen, Lagerfeuer entlang der Küste zu entzünden, um für Wärme für unsere Verwundeten zu sorgen und dann mit den anderen zur Erneuerung in den Wald vorzubringen und einen Weg in die Zivilisation zu finden. Okay, es wird Zeit, an die Arbeit zu gehen, aber nicht mehr. Ich bin leer im Magen. Hol etwas Nahrung aus dem Schiff. Wir haben jetzt genügend Nahrung, die Trümmer zu beseitigen und weiterzumachen. Dieser Ort ist etwas dunkel und gruselig. Entzünde ein Lagerfeuer, um hier mit der Arbeit zu beginnen. Hoffentlich erregt das Feuer die Aufmerksamkeit unserer verlorenen Crew. Was für ein Glück! Eine verlassene Mühle. Bau sie wieder auf, Nahrung zu produzieren. Wir brauchen all unsere Kräfte. Die übrige Crew.
Feuerwehr! Nice! Griff den Speer an der Brücke. Alle aufgepasst. Ab geht's Richtung Dorf. Ja, haben wir alle gefunden. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. 5 Minuten. Dem uns der Morgen auf dem Land einen mit einigen überraschenden Ereignissen begrüßt. Schritte. Willkommen im Dorf! Das ganze Dorf kämpft erbittert gegen sie. Dem Lärm nach zu urteilen wird vor allem im Süden gekämpft. Wir sehen uns das mal an. Ihr bleibt hier und helft den Dorfbewohnern. Aber wir wissen nicht, wie man kämpft. Jo, sie haben Angst. Zugang zur Kaserne in der Nähe ist eingestürzt. Mehr Arbeit. Tagebuch, Hauptaufgabe. Befreie das Dorf. Kampfkameraden. Ergebnis der Schlacht muss bieten. Festbeschreibung. Wir erreichen das Dorf am frühen Morgen. Von überall her konnten wir Schreie hören, Knurren und Klirren von Schwertern. Die Geräusche eines heftigen Kampfes zwischen den örtlichen Bewohnern und Zombies. Zombies? Zu dieser Jahreszeit in einer so bevölkerten Gegend, sie müssen auf dem Friedhof nach frischen Gehirnen gesucht haben. Was ist heutzutage nur los mit der Welt? Wir konnten nicht anders als den Dorfbewohnern zu helfen. Der größte Kampf fand im Süden des Dorfes statt. Also machten wir sich unsere tapferen Soldaten in diese Richtung auf. Wir blieben im Norden, um Trümmer zu beseitigen, die Verwundeten zu behandeln und die Häuser in Ordnung zu bringen. Aber auch dort oben trafen wir auf Zombies und wir mussten etwas gegen sie unternehmen. Kampfkameraden. Beseitige die Trümmer. Mangel der Kaserne, um Soldaten anheuern zu können. Paul Trevor hilft dem Bauer, seinen Freund zu retten. Rettet das Leben des Brian. Paul Brian ist auf der Flucht vor einem Zombie auf einem Stapel Obstkisten gekältet. Besiege den Zombie, damit Brian herunterkommen kann. Kurz beschreiben. An der Mühle erlebten wir
etwas Unerwartetes. Ein Bauer stand auf einem Stapel Obstkisten und kämpfte verzweifelt gegen einen Zombie. Er schmiss alles, was er in die Finger kriegte, konnte er nicht. Nach der Kreatur. Aber Obst ist nicht die beste Waffe gegen einen Gehirnfresser. Und der Bauer versetzte seinen Angreif nur noch mehr in Rage. Ein anderer Bauer stand in der Nähe und schrie etwas entweder zu dem Zombie oder zu seinem Freund. Wir sahen uns das näher an und der Bauer meinte, Brian ist so ein Holzkopf. Als er den Zombie sah, kletterte er auf irgendeinen Grund auf die Obstkisten. Ich versuche die Aufmerksamkeit des Zombies zu erregen, damit Brian runter. Ich habe einen Zombie um. Power Trap. Er hat eine Belohnung für die Rettung von Brian. Klicke auf das Tranksymbol, um einen kleinen Heiltrank zu konsumieren und die Gesundheit eines Soldaten wiederherzustellen. Du brauchst einen Dritt, um den Schatz aufzuschließen. Besagt sich nur... Der Eingang zur Kaserne wurde freigeräumt. Hier kannst du für Gold, Schwertkämpfer und andere Soldaten. Dieser Untote besitzt keine Verbindung und Verteidigung und versucht geringen Schaden. Ein Mangel an Kampfwertigkeit wird von der unverwüstlichen Gier nach menschlichem Gehirn wettgemacht. Ein robuster Helm aus unbekanntem orangem Material. Eine Botschaft ist reingekritzt. Privateigentum von John. Nicht anfassen. Sollte man ihn wohl zurückgeben? Behalte die insgesamt in deinem Beutel. Und seinen Effekten zu profitieren. Bewohner, mach den Weg frei und damit er aus dem Gebiet entkommen kann.
What the hell? Oh. Mach eine Wegverräter mit der Rose. Heiltotem. Im Gegensatz zu Tränken haben Totem eine lange Haltbarkeit. Allerdings benötigen sie zur Herstellung eine Menge Energie und sind deswegen erheblich teurer. Stellt bei allen Charakteren 8 Sekunden lang 25% Gesundheit wieder her. Klicke, um diesen Gegenstand zu verwenden. Keine Verteidigung und versucht darin zu schaden. Alle Mann, rück zu, sammelt euch und geht zurück in den Wald. Was ist passiert? Wir sind hier gerade fertig geworden. Eine gewaltige Zombie-Horde kommt aus Richtung 7. Das sind zu viele für uns. Eine Stunde spät wurde das Tor von der Zombie-Horde überrannt. Ja, 11 Minuten.